Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und heute habe ich mir mal wieder einen Panzer rausgesucht, den wir noch gar nicht gesehen haben und der mich auch wirklich stark interessiert, aufgrund seiner Art und Weise, wie er aussieht, hier mit diesem etwas anderen Turm, dem BMP 3M nämlich. Und da wir den Panzer noch nie gesehen haben, schauen wir uns ganz kurz natürlich auch die Details an. Wir sehen ein russischer Panzer, ein Schützenpanzer in dem Fall. Die Geschichte: dieser in der Russland entwickelte Schützenpanzer fungiert als Update des BMP 3 mit Verbesserungen bei Geschützturm, Manövrierfähigkeit und der Feuerkraft. Nach der Markteinführung 2008 wurden von dem BMP 3M über 700 Einheiten produziert, erst hauptsächlich für den Export bestimmt gewesen, und die meisten Fahrzeuge verrichten heute ihren Dienst in Griechenland. Ja, ein russischer, griechischer Panzer, sehr spannend. Die Zahlen, Daten, Fakten seht ihr hier. Ich denke mal natürlich, Höchstgeschwindigkeit 72 km/h ist immer spannend. Der Schaden pro Minute 4.500. Allerdings natürlich auch nicht so leicht anzubringen. Gute Zielerfassung, natürlich die Ortung dementsprechend sympathisch. Aber nichtsdestotrotz springen wir ins Gefecht, schauen im PvE-Modus, wie er so ist. Ja, die Operation Hydra ist es hier jetzt geworden. Das Kartell ist im Besitz eines ganzen Lagers mit chemischen Sprengköpfen. Wer weiß, wo sie diese Dinger einsetzen, wenn wir sie ihnen vorher nicht aus der Hand reißen. Erobert das Lagerhaus. Ja, und die Raketenwerfer müssen wir nebenbei auch noch zerstören. Alles doch sehr machbare Optionen. Wir sehen unser Team, dann BMD-4, ein Abrams, ist ein bisschen was Schweres dabei. Dann hier LAV-600, Centurion 120 Wolf, dementsprechend hier also auch Feuerkraft. Also gut ausbalanciertes Team, das gefällt mir sehr, sehr gut. Damit kann man doch eigentlich was anstellen. Und wir haben auch ganz viel zum... Wir haben Rauchgranaten, APS und wir können natürlich ein Ziel aufschalten. Jo, das ging schon mal richtig zackig. Ich komme nicht drauf. Ist der gut. Heide Witzka, wenn es nicht eine Art hier einschlagen würde. Riesenfan, ja, direkt schon nach der ersten Sekunde. Dann bringen wir mal eine Rakete ins Ziel. Ja. Ja, bis auf die Arti, die hier nervt. Ansonsten super geiles Ding. Also der gefällt mir ja mal richtig, richtig gut bis dato. Läuft aber mal sowas von gut. Cooles Ding. Raketen, gute Kanone, Mobilität. Was will man denn mehr? So, hier ist jetzt gerade nichts. Worauf... Oh, doch, da hinten. Die Arti, endlich. Sehr schön. Nachdem sie mich so genervt haben, haben sie das mehr als verdient. So, und jetzt runter hier. Nur aufpassen. Aber das läuft alles sensationell. Naja, da kommt auch noch hoch. Nein. So, nachgeladen haben wir gleich. Jo, wegen mir kann der nächste Panzer kommen. Immer noch viele feindliche Aktivitäten in der Gegend. Seid auf der Hut. Auf den komme ich jetzt so gerade nicht drauf, aber da hinten geht doch einiges auf. Wie immer bei diesen Panzerarten muss ich aufpassen.
komme ich da jetzt durch oder nicht? Ja. Dass ich da hier nicht zu extrem wieder am Gas drehe und mich da in eine scheiß Situation manövriere. Aber bis dato läuft super gut. Der Panzer ist sensationell, macht richtig Spaß. Zack. So macht man das. So, mal gucken. Ah, da sollte ich nicht zu viel gucken. Komm schon. So genau, mein Freund. Also, der ist mal gut. Ah, hätte ich früher mal aufs Heck schießen können. Hörst du auf, um mich zu schießen? Aber so machen wir wenigstens hier ein bisschen den Spot. Komm schon, immer schön aufs Türmchen. Oh, da war es jetzt ganz knapp. Da muss ich dann doch aufpassen, dass ich hier nicht übertreibe. Ja, die sind schon hier ganz schön hellhörig auf mich. Oh, 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 da bin ich aber sowas von low. Heidewitzka. Da muss ich aber ganz sicher gehen, dass da jetzt nicht meine Zerstörung nach sich kommt. Dementsprechend schnell wieder repariert und alles ist wieder gut. Jetzt bestehe ich wieder voll im Saft, so wie es sein soll. Ach, da war die Runde sogar schon beendet. Hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Aber sicher ist sicher. Dementsprechend kann man auch ein bisschen noch was investieren. Und schon ist die Runde auch beendet. Operation Hydra. Check. Fertig. Natürlich sind wir jetzt sehr gespannt, was so die Endauswertung sagt, weil klar, da wird erstmal die Spreu vom Weizen getrennt. Also ich hoffe mal, wir sind Weizen. Jo, wir sind Weizen, wir sind Blooster, Schütze, Teamwork und haben hier eine Versorgungskiste bekommen. Wir sind hier sogar sehr deutlich auf dem ersten Platz gelandet. Schaden, sensationell. Also da kann man gar nichts sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, den werde ich auf jeden Fall irgendwann noch mal zocken. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es gut war, lasst einen Daumen da. Euer Alcaramba.